Hallo Leute. Moin Leute, heute habe ich einen Freund dabei und wir reagieren heute zusammen auf das Video Tagesschau verarsche. Verhext? Ja. Wir haben hier was vorbereitet. 2 Gläser Wasser, davon werden wir jetzt gleich einen Schluck nehmen. Und dann haben wir hier noch eine Schüssel. Ja. Wenn wir lachen, spucken wir das Wasser rein und haben verloren. Ja. Genau so machen wir es. Und natürlich sind die kleinen Lacher Android Roboter ist auch dabei. Hier sieht man sie. Ja, und jetzt viel Spaß mit dem Video. Bis gleich! Hallo, seht ihr uns? Nee, glaub nicht. So, jetzt. Yes. So. Ja. Moin! Leute, jetzt sind wir hier mit Facecam. Moinsen, hier sind unsere lecker Gläser. Wassertrink. Die Android Roboter, die sind auch schon ganz aufgeregt, was da auf uns wartet. Ja, und ich würde sagen, jetzt nehmen wir schön Wasser in den Mund. Prost. Darf ich vorstellen? Schau, es ist nicht bequem, das Video dann. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, Mann. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Gewerkschaften haben eine Aufwertung sogenannter Systeme. Mit der Judith! Mit der Judith-Schau! Da explodiert das ganze Studio! Perfekt! Viel Spaß mit der Judith-Schau! Und so Leute, wenn ihr Bock habt, macht uns das nach. Holt euch auch einen Schluck Wasser. Setzt euch hin und schaut euch bequem das Video weiter an. Mit Blick auf die Corona-Pandemie verlangten sie eine bessere Bezahlung, etwa im Gesundheitswesen, in der Pflege und im Einzelhandel. Wertschätzung habe auch einen Preis, sagte der DGB-Chef in einer Videobotschaft. Ursprünglich sollte hier die Hauptkundgebung des DGB stattfinden, 6 Gewerkschafter direkt an der Elbe im Hamburger Hafen. Doch in der Corona-Krise sind nur 5 Teilnehmer erlaubt. Das heute deshalb nur symbolisch und mit Abstand. Seitdem ich dabei bin, war es halt immer eine große Demonstration und jetzt kann ich mir meine Kolleginnen und Kollegen nur denken. Die offizielle Maikundgebung findet diesmal nur im Erste Deutsche Fernsehen. Informationen, Musik und Meinungsaustausch, die Themen gemeinsames Singen. Gemeinsames Singen! Bestes Thema! Das sollte auf jeden Fall in einer so einer Kundgebungsländerversammlung dazugehören. Oh, scheiße, ey. 5 Euro für Schluck. Kurzarbeitergeldes. Generell könne man diese Krise meistern. Gesundheitsschutz absolut im Mittelpunkt. Darüber hinaus brauchen wir konjunkturelle Stützmaßnahmen, damit die Wirtschaft wieder in den Gang kommt. Und wir brauchen vor allen Dingen eine enge europäische Zusammenarbeit. Wir werden das alleine nicht hinbekommen. Demonstriert in Hamburg auch ein enge europäisches Bündnis unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln. In Leipzig zieht eine antikapitalistische Gruppe mit mehr als 2 Teilnehmern in die Stadt.
Trotz der großen Teilnehmerzahl hat das Ordnungsamt den Aufmarsch vor Ort genehmigt. Die DGB-Gewerkschafter in Hamburg haben einen einsamen Tag der Arbeit hinter sich. Wenig Aktion auf der Straße, aber wenig Solidarität. Wir sagen, wenig Jule darf das auch. Warum an? Die Lufthansa, hui. Moin, was? Ich glaube, ich muss kurz Wasser holen. Bin gleich wieder da. Ja, ja, unterhält. Kurz auf Pause. So, es geht weiter, ja. Gibt es nach ARD-Informationen eine angeschlagene Lufthansa? Mit der sinkenden Zahl von Covid-19-Patienten ist ein Feldkrankenhaus in Madrid wieder geschlossen worden. Es war vor 1,5 Monaten innerhalb von 2 Tagen in einem Messezentrum errichtet worden. Nach Behördenangaben wurden mehr als 4000 Patienten dort behandelt. 1300 Betten standen zur Verfügung. Madrid gilt mit mehr als 60.000 Infektionen als das Epizentrum der Corona-Krise in Spanien. Im Streit über die Rolle Chinas beim Ausbruch der Corona-Pandemie hat angeschlagene Lufthansa weitere Strafzölle angedroht. Angeschlagene Lufthansa! Wie oft noch? Alltag mit Corona. Im Pekinger Fitnesscenter. Vor 3 Monaten geschlossen. Im April öffnen. Doch dann verfügen die Behörden gleich wieder die Schließung. Das Corona-Risiko zu hoch. Ey, was ist Grundschmerz oder? Wie schnell macht der? Die Schließung läuft das Geschäft jetzt wieder. Unter Druck stehen aber weiter alle, die für den Export produzieren. Weil die Nachfrage vor allem aus den USA und Europa stark zurückgegangen ist, werden viele, meist kleinere chinesische Unternehmen laut Wirtschaftsanalysten dieses Jahr überleben. Also das war's. Ja. Hier ist nochmal. Hier kann man jetzt sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut sehen könnt. Das Wasser ist auf jeden Fall sehr, sehr doll gestiegen. Ja. So um die 50%. Ja, ja. Ja, also das war schon lustig, würde ich sagen. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, liked es doch gerne. Und wenn ihr meine anderen Videos nicht verpassen wollt, abonniert auch gerne meinen Kanal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Moin, moin. Ja, es ist hier jetzt dran geschnitten. Wir machen das nochmal, weil wir noch so ein gutes Dosengulasch über Russland Video wollen. Ja, ja, und das ist jetzt nicht mit Wasser spucken. Da habe ich nämlich keinen Bock mehr. Aber sonst werden die Handys nass. Scheiße. So, jetzt kurz Schluss. Bis jetzt. So. Ja, 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 okay. Ja, dann würde ich sagen, der Frock. Bin gut an. Die machen jetzt mal Tagesschau-Musik. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Studio, eine geldgierige. Also, wenn im Studio eine geldgierige Giftschlange wäre, das würde ich mir dann nochmal überlegen. Ja, da würde ich mir Sorgen machen. Ja. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Dosenbula. Viel Spaß mit der Dosengulasch-Show! Dosengulasch! Das heißt Dosengulasch über Russland. Alles klar. Verursacht eine gewaltige Druckwelle. Das Ereignis trifft mit dem Vorbeiflug eines großen Dosengulasch. Ein Dosengulasch fliegt herum! Das ist eine krasse Druckwelle von Dosengulasch. Gummi-Astronom! Nicht so laut. Sind inzwischen weitere Nudelgerichte sowie Dosengulasch bekannt. Nach Supermarktketten wie Real, Edeka und Kaisers Tengelmann nahmen heute auch Discounter kenn ich nicht. Und Lidl entsprechende Waren aus dem Regal. Damit sind neue Produkte im Fokus. Und es ist auch offensichtlich im Fokus, dass diese Produkte im Fokus sind. Fokus im Fokus. EU-Freihandelsabkommen.
heute bundesweit 10 Spitzenpolitiker auf die Straße. 10 Spitzenpolitiker auf die Straße! Parteien, Umweltverbänden und kirchlichen Organisationen zu Demonstrationen in Zehntausende auf Städten aufgerufen. In Hamburg. 10.000. Die Veranstalter sprachen von insgesamt etwa 40 Männern. Die Zahlen der Polizei. 40 Teilnehmer. Wie oft dann auch? Ja, das Bundesamt soll nicht, also dumm kann man sein. 2013, 120.003, 4,5 Millionen und die Wettervorhersagen. Beste Lottozahlen ever! Morgen in der Mitte und im Süden noch mancherorts Regen, im Südwesten noch längere Zeit, im Norden dagegen Regen. Heute Nacht an der Südwesten. Überall Regen oder was? 4,5 Millionen. Schnee. Eine meist trockene, aber noch recht milde Mischung aus Segen und Regen. Segen.